Hallo, mein Name ist Patrick Ahrens. Wir befinden uns heute am Standort in Herzlake der Krone Nutzfahrzeuggruppe. Ich zeige euch heute, wie ein Wechselkoffer entsteht. Auf dieser vollautomatischen Anlage produzieren wir anhand des Coils, was dort gezogen wird, Seitenkassetten. Ebenfalls können wir auf dieser Anlage die Türbleche produzieren, die für die Tür des Wechselkoffers benötigt werden. Am Ende der Anlage kommt das fertige Produkt raus. Auf dieser Schlüssellochmaschine werden die Schlüssellochbleche für den Wechselkoffer gefertigt. Diese befinden sich nachher am Inneren des Wechselkoffers. Dort werden die Sperrstangen eingehangen. Hier wird nun mit Hilfe des Clinch-Automaten die Kassetten miteinander verbunden zur kompletten Seitenwand des Wechselkoffers. Im Nachgang werden dann die Schlüssellochbleche mit einer Bohr- und Lidanlage miteinander verbunden. Auf dieser hochkomplexen Anlage werden die Türen für den Wechselkoffer gefertigt. Die einzelnen Türbleche werden nun weiterverarbeitet zur kompletten Tür. Hier kann man sehr schön das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine sehen. Wir befinden uns an der vollautomatischen Stirnwand-Mittelteilanlage, die für den Wechselkoffer gefertigt werden. Hier befinden wir uns in der Abteilung Kanten. Hier werden alle möglichen Bauteile in ihre Form gebracht, sowie hier die Dachtraversen. Nachdem nun Stirnwand, Heckportal, Seitenwand und das Dach montiert und verschweißt wurden, wird der Koffer an den Bahnträger gehangen und der Bahnreihe übergeben. Nun gehen die Wechselkoffer in den verschiedenen Becken und werden dort getaucht, entfettet, gereinigt und KTL beschichtet. Nach dem KTL beschichten gehen die in die Pulveranlage und werden dort mit dem passenden Farbton beschichtet. Nun befinden wir uns in der Endmontage. An der ersten Station werden die Bodenplatten eingelegt. An dieser Station werden wiederum die Bodenplatten mit dem Bohrschraubautomat verschraubt. Und in diesem Bereich hier wird die Stirnwand montiert. An dieser Station werden die Rolltore sowie die Türen montiert, je nach Kundenwunsch. An der nächsten Station werden die Stützbeine montiert und im Anschluss wird der Koffer von außen sowie von innen versiegelt. Nachdem der Wechselkoffer fertiggestellt wurde, kontrolliert die Qualitätssicherung den Wechselkoffer. Nach erfolgreicher QS-Freigabe steht der Wechselkoffer zur Abholung bereit.